Herzlich willkommen zu einer weiteren Vorgabekarte Ingo Thüringen 2.0 Version 2.0.0.0. Ja, wir fliegen aktuell Feld Nr. 38. Hier war Mais drauf. Da wird verlangt, dass gepflügt wird. Gut, dann ist es so. Und wenn wir mit Flügen fertig sind, dann kommt die Sämaschine mit Verband 4 Stück. Und da knallen wir hier Gras drauf. Getreide wäre jetzt noch aktuell zu früh. Ich sag mal so rum, wenn das Getreide so früh ausgesägt wird, dann wächst es zwar auch. Perfekt normalerweise. Aber es könnte sein, dass es dann zu früh zu groß wird. Und dass im Winter das entsprechend das nicht so ideal ist, wenn das Getreide durch Schneelast dergleichen umknicken würde. Oder es wäre anfällig für Krankheiten, weil irgendwie zu, keine Ahnung, ne, für Pilze und dergleichen. Also nicht zu früh und nicht zu spät. Man kann aber auch im Frühjahr aussehen, ne? Das ist dann nicht so dramatisch. Wieso fährt er jetzt da die Ecke nicht? Aber egal, nicht so schlimm. Wie gesagt, 100% gepflügt muss nicht werden. Werden wir auch nie hinkriegen, weil die Ränder sowieso nicht in den Kurven nicht so klappt. Der erste bisschen. Naja, gut, der erste ist das Problem, dass Feldrand nicht. Naja, er eiert halt, ne? Und durchs Eiern wird es halt ein bisschen verlangsamt, in Anführungszeichen. So, ich überlege mir gerade, wir haben noch ein paar Fahrzeuge zu stehen. Das sollten wir jetzt alleine hinkriegen normalerweise. Wir fahren die mal zurück. Wir werden mal zu 28 fahren und dann müssen wir fertig düngen. Ne? Wir haben es noch nicht abgebrochen. So. Die 40 können wir nicht kaufen, da haben wir kein Geld für. Vielleicht klappt das noch mit der BGH. Aber nur vergleicht. Hof ist die Richtung. Ja, wie gesagt, das ist nicht so. Ja, das ist eher unwahrscheinlich, weil BGH und Silage macht doch ein bisschen mehr Arbeit. Und eine Silo habe ich gesehen, das ist schon nicht ganz ordentlich. Also, das ist nicht zugedeckt am Rand, da ist noch grün zu sehen. Und da befürchte ich Schlimmes, dass da man nicht alles rauskriegt. Das wäre natürlich äußerst ärgerlich, weil es ja dann auch sehr viel, ne? Wenn man verlieren würde, aber kriegt man nicht raus, ne? Silo merken und dann nächstes Mal nicht nehmen, ne? Ob die Silos auf der Marsch funktioniert, das weiß ich auch noch nicht, habe noch nicht getestet. Ich habe auch aktuell davon noch keine Meldung von gehört, dass nichts geht. Aber ich schau mal, ist immer im Sehen. Da ist ja auch bald Mais fällig, also wann genau weiß ich nicht. Hab da noch nicht begonnen, ne? Muss ich sagen. Ne? Also andere Arbeiten stehen noch an. Stroh auf 12 und ja, Schweine herrichten, ne? Später werden wir hier schön Gras aussehen. Mal sehen, ob wir das noch heute anfangen, aber ich glaube eher nicht. Na, heute in der Folge sowieso nicht. Ich rede immer heute Ingame-Tag, ne? Obwohl wir nicht mit Flügen fertig sind, da kann man gleich die Sämaschine schnappen, ne? Ich kann ja mit anderen Geräten, anderen Traktoren die Geräte in Position bringen. Schon wieder 7:45, das ist Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. So, der Regen hört auf. Das heißt, wir haben jetzt im Spiel 19:18, das wird heute nicht mehr trocken. Das ist die 28. Hier wollte ich mal gucken, wo überhaupt noch was gemacht werden muss. Ja.
von vornherein den Rand können wir schon machen. Also den Rand und die Ecke. Und dann können wir die Ecke, naja, dann gehen wir hier weiter. Heißt ausklappen. Das ist trocken. Wir werden auf 5 weiterspielen. Und wenn es dunkel wird, gehen wir auf 30. Gegen 10, schätze ich mal. Bis früh um 6. Ja. Kriegen wir irgendwie eine Reihe, ne? Beim Flügen ist es nicht ganz so dramatisch, wenn die Zeit beschleunigt wird. Nur bei der Aussaat, bei Missionsfeldern sollte man das nicht tun. Kommt eine Rackstandstufe, dann ist es. Es wird nicht mehr erkannt als fertig gemachte Arbeit, ne? Also erkennt das nicht mehr an. Sobald es gewachsen ist, weil der Dünger dann weg ist, ne? Darum ist man sowas eigentlich wichtig, dass man sagt, okay, auf 1. Bei Aussaat, beim Düngen. Ja, es könnte hier auch so sein, ne? Wo er noch anzeigt, hier bei Prozent fertig, ne? Also wenn heute Nacht Wachstum kommen würde, bei dieser Sonnenblumensorte hier, sind wir so, ne, vorsichtig, dann wäre das hier auch umsonst. Aber Kursplay kriegt dieses Feld nicht fertig. Jedenfalls nicht bei der Version, die wir angefangen haben. Und mit normalen Hilfe ist es auch nicht, keine Freude, sag mal so. Weil er hört zu oft auf. Heute kommt die Meldung, ist fertig, obwohl er noch lange nicht fertig ist, ne? Tja, wenn jetzt der Mais ist ja fertig, wenn jetzt nachher die Gerste fertig ist und die Felder entsprechend vorbereitet sind, hoffen wir, dass kein Kalk drauf muss. Wenn Kalk drauf muss, dann ist es ein bisschen länger dauern. Ansonsten die Aussaat, da wo jetzt im Prinzip Getreide war, könnte theoretisch Raps rauf. Als Fruchtfolge, das kann man auch im Herbst aussehen. Ansonsten müsste man viele Sachen halt im Frühjahr, ne? So. Gut, dann können wir hier weiterfahren. Dann würde ich die Felder nehmen, die weiter weg sind. Raps. Also die 60 theoretisch. Die 41, wo jetzt Gerst drauf ist, und die 42, wo jetzt Säure drauf ist, da könnte man noch Raps drauf bringen. Mais geht in dem Fall nicht, weil wir haben ja das überall Getreide gehabt bis jetzt. Es bliebe noch im Frühjahr entweder Sonnenblumen oder Soja auf einigen Feldern. Da muss ich mal sehen. Zwei Felder werden wir fürs Raps machen. Und dann sehen wir weiter. Das hier mit Düngen bescheiden, weil man nicht sehen kann, wo hat man noch und wo hat man noch nicht, ne? Das können die im reellen Leben auch nicht sehen, aber die haben da garantiert ihr Programm, wo sie abfahren, ne? Wo sie die Felder im Prinzip programmiert haben. Beziehungsweise die haben ihre Spuren schon drin, mehr oder weniger, für ihre Fahrzeuge, wenn sie düngen und spritzen. Dann fahren die auch dieselben Spuren mal durch, ne? So, das müsste hier erledigt sein. Die Ecke, jetzt fahren wir zu der Spitze. Oder wir fahren erstmal drüben rüber zu der Ecke. Können wir auch hier bei der Straße fahren.
Dann haben wir die Ecke auch erledigt hier, die Ecke hier oben, und dann geht es dann außen herum zurück. So, die anderen arbeiten noch fleißig, das klappt eigentlich ganz gut. Aus Erfahrung her. So. Das heißt, diese Ecke irgendwie. Das ist immer schwierig zu treffen, also die, genau die Fläche, die man dann machen will, kann man nicht sehen. Vom Anfang her, wenn es gerade mal gewachsen ist, dann geht's, aber so. Müssten 10 Folgen sein. Reicht doch nicht, muss ja noch ein paar mehr. Ich muss ja jetzt den Rhythmus kriegen wie vorm Urlaub, ne? Das heißt, Sonntag müsste ich eigentlich wieder Thüringen gerade aufnehmen. Das heißt, die Marsch ist dann fällig. Lass mich kurz überlegen. Bis Montag habe ich schon hochgeladen und fertig. Und ab Montag muss ich dann noch machen für 14 Folgen. Weitere 14 für die über diesen Montag. Dass ich nächste Woche Freitag die Marsch machen kann. Und nebenbei 7 Day to D, ne? Das mache ich ja nebenbei. Ist aber schon Schwung fertig, aber muss ich sagen. Ich habe gestern richtig Lust gehabt. Konnte gar nicht aufhören. Ich muss leider, meinen einen Rucksack habe ich nicht wiedergefunden. Da haben mich so Zombiebären erwischt. Total überrascht, dass da zwei sind. Und ich konnte nicht mehr weglaufen. Und später wollte ich meinen Rucksack holen und suchen. Habe den nicht gefunden. Das heißt, gewisse Dinge, die man hatte, sind dann weg, ne? Klamotten zum Beispiel. Waffen, das eine oder andere Werkzeug. Natürlich ist es besonders ärgerlich, wenn das Sachen sind, die man noch nicht herstellen kann, ne? wie die Stahlachse zum Beispiel. Die ist, ist nicht so schön. Das andere kann man sich herstellen. Klamotten habe ich zum Glück wieder gefunden. Einigermaßen. Dann bin ich gestern im Fahrrad gefahren, ne? Und dann war ich da mittendrin. Plötzlich hieß es, da ist ein Schild mit gelben blinkenden Lichtern und so, ne? Achtung oder so, ne? Keine Ahnung, ich kann es ja nicht lesen. Jedenfalls mal fahre ich da rein und dann steht dran, ne? Macht ja schon komische Geräusche, kurz vorm Sterben, verstrahlt, ne? Ich die Kurve kriegt zurück. Und dann fiel mir ein, ich hatte ja mal alleine probiert das Spiel, ne? Und man testet ein bisschen vorher. Da bin ich auch so reingelaufen, so ein Gebiet, aber zu Fuß, nicht die Straße. Ich habe so ein Schild gar nicht gesehen. Da bin ich auch innerhalb von Sekunden gestorben, ne? Und nur dazu sagen, da war ich ja noch schutzlos, ne? Du bist ja eigentlich, wenn du die Koffer verloren hast, komplett nackig, ne? Und das ist äußerst ärgerlich. Also wenn du Sachen findest, die du nicht mehr hast, ne? Deswegen lasse ich ja auch Dinge wie Bohrer und so oder meine Kettensäge, die ich gefunden habe, die ich absolut noch nicht herstellen kann, die lasse ich in den Kisten drinne, dann sind sie mir sicher. Und ganz blöd ist, wenn du mit dem Fahrrad gefahren bist, ganz weit weg, und dann musst du wieder hinlaufen. Ich meine, gut, du bist ja ohne Gewicht ja ziemlich schnell, aber trotzdem kommt die Meldung, ist zu heiß, kommt die Meldung, ist zu kalt, ne, du Frost, such dir eine warme Stelle oder so, ne. Ja, geh du mal ins Haus, wo warm sein könnte, und da wirst du nicht begrüßt von netten Nachbarn, ne, die wollen dir gleich eine Wäsche. Das ist nämlich kalt, dann bist du nämlich gleich tot. Ja, ja, so fällt man sich einen oder anderen durch, ne. So, mal gucken, wie weit Prozent, die wir schon geschafft haben. 95. Das heißt, die Fläche und
Hier komplett zurück. Die Ecke noch und die Ecke noch. Dann fahren wir hier mal eine kleine Schleife. Dass wir möglichst viele die treffen. Und Dünger gibt es hier mehr aus, als in der gewinnen kannst hier. Das ist das Problem hier bei ihm. Düngemission, man die nicht abfließen kann. Weil man die Stellen nicht sieht. So rum. Ich mache Missionen im Grunde nicht so gerne, weil das halt so umständlich ist. Ne? Aber gut, jetzt haben wir angefangen. Das wollte ich noch fertig machen eigentlich. Oh, Blocking. Es kann aber sein, dass die anderen beiden warten müssen. Und wenn es eh zu spät. So, liebe Show, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sage ich von hier mal Tschüss und wegen Winkel. Ciao, ciao. Man hört und sieht sich dann vielleicht zur nächsten Folge wieder. Ja, geht weiter mit Düngen und das Flügen. Ne? Tschüss.